choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, ich wollte ehrlich gesagt nur ein paar Gacha-Pulls gerade machen, die ich nebenbei aufnehmen wollte und die ich dann zeigen wollte, wenn wir das nächste Mal mit der Story von Honkai Star Rail weitermachen. Aber ja, weiß ich nicht. Neuer Charakter ist gedroppt, muss ich natürlich hier gucken, ne? Und ich habe geplant, ich wollte eigentlich heute ein paar Gacha-Pulls machen, die nebenbei aufnehmen. Und dann irgendwann, wenn ich die Story weitermache, packe ich dann das davor. Ne? Wäre ein bisschen komisch, aber hey, will ich mir jetzt zeigen, ne? Die Gacha-Pulls, das Spiel ist so laut gerade. Und ja, ich glaube, das Spiel hat aber andere Pläne, weil als ich das Spiel direkt gestartet habe, kam eine Cutscene. Und die weiß ich nicht. Ich glaube, die ist irgendwie wichtig. Ich habe direkt weggedrückt, das Spiel wieder geschlossen. Ich hoffe, die Katze wird jetzt nochmal abgespielt. Weil wenn nicht, dann weiß ich nicht, was jetzt hier passiert. Ne? Aber ich glaube, die Katze, wenn man mitten in der Katze das Spiel wendet, dann schreibt man wieder vor der Katze, wenn ich mich nicht irre. Ne? Also ich hoffe jedenfalls, dass das passiert, weil wenn nicht, dann wird die Katze jetzt weg sein und ich habe keine Ahnung, was los ist. Aber gucken wir mal. Ne? Dann nehme ich mal ein bisschen die Story weiterführen. Aber so viel habe ich jetzt eigentlich nicht geplant. Ja, für eine Stunde wird das schon reichen, ne? So. Da. 12 System schon bis zum Harmoniefest im Astral Express. Ich mach mal das Ding weg. Ich habe das da unten hingepackt. Ja. Cutscene wurde abgespielt. Männliche Stimme. Das ist, glaube ich, Butel, ne? Den Typ, mit dem wir hier schon telefoniert hatten. Und der ist auf dem Astral Express mit Dan Hang, welcher natürlich wieder da geblieben ist, ne, und nicht in der Story teilhaben wollte. Also ja, guck mal, was hier passiert. Weiß nicht, ob das hier irgendwie in Verbindung mit einem Event ist oder so gerade, aber ich habe es mal für euch selber gedacht aufzunehmen, ne? Hey, es ist das männliche Alacino von Genshin Impact mit einer Knarre. Der Achon tut ja nur so, als wäre sie einer, oder? ジュンカイレンジャーは全滅したとでも思ってたのか。まあ長いことなりを潜めてたんだから、そう思われても無理ねえが。純種の偽教集団なら請求列車をトレインジャック Gibt es irgendwie von jedem Part irgendwie eine ultimative Fraktion, die maskierten Narren, die alle von der Nichtigkeit hier sind? Galaxy Ranger, die sind alle von der Jagd. Gibt es von jedem Part irgendwie voll die Megagruppe irgendwie? ジュンカイレンジャーは全員原始博士に手流されに変えられて、どっかの谷間でブランコに乗って遊んでるっつう話まで。ま、あんたらが信じないのは100%。ちょっとプリミティーフ。ファゲスナーズはダウンカークターです。あんたらが本物の七人だって簡単に信じたりはしねえ。この銃の弾丸、見えるか?9mm。 永遠のクラシックさ。今の俺は請求列車の助けを必要としてる。だが、もしあんたらがあいつと同じように偽物だったら、パンパンにビスの方したら、この弾丸は俺の頭に打ち込まれることになるだろう。
そんなリスクを負うわけにはいかねえ。てことで、まずはそっちが証明してくれ。おい、どこ行くんだ。これが何かわかるか。はあ、そいつは血明局長ベイビーが先週はマジでそいつをあんたらに渡してるか。 これは先週ラフの軽減将軍が列車に送った玉鳥。これが列車にあるということは、先週同盟が政権を握ったことだ。これでは足りないか。上等だ、ガキ。どんだけ離れたところにいても軽く握るだけで。ギリスタは、やっとしょんばいた。ちょっとわかんない。 Kam Update jetzt vor kurzem, aber ich dachte, da wäre jetzt nur für den neuen Charakter. Das ist nicht, dass die Story heute schon wieder weitergeht, direkt. Obwohl ich lasse mir mal sehr lange Zeit, um die Story fortzusetzen. Von daher macht das vielleicht Sinn. ならないなぜこちらがお前に合わせなければならない。俺が本気で怪しいと思ってからだって遅くはねえだろ。なぜこちらがお前に合わせなければならない。俺が人海レンジャーなら合わせておいて損はねえぞ。兄弟。 それは難しい質問だ。俺らは組織とは言い難いからな。強いて言うなら、遵守の運命を歩んでて、自分が信じる正義を持ってる。んでもって、あんな普遍とした人間関係されてない奴らの集まりってとこか。そんな答えでは信頼を得るどころか、お前の立場をさらに悪くするだけだ。あんたが聞きたいのは、 共通の信念とかそういうやつだろ。だが巡回レンジャーにんなもんは必要ねえ。俺らが集まるのは共通のラインがあるからだ。弱者をいじめてはならない。罪のない者を無闇に殺してはならない。こういうのは別に高尚な信念なんかじゃねえ。正真正銘ただの人として 絶対にこいつはいけねえラインだ。それはサイボーグだぞ。やつのコムシャンに反してもいいんだ。その時、ラインのもう一つの意味がわかる。それに触れさえしなければ、何をしてもいいってな。わかるか。二つ目の質問だ。 なぜ請求列車にトラブルを持ち込もうとする。言っただろう。あんたらに迷惑かけるつもりはないって。ちょっとした用があってピノコニーに行かなきゃ。あ、しわざしわね。見て暗号を。ファミリーはホテルにも入れてくれねえ。だから七人のカタガキを借りるしかねえんだ。あんたらがファミリーのゲストだってことは銀河獣が知ってるからな。巡回レンジャーもそうじゃろ。 マジでそこが肝っつうか。だから俺はここに来たんだよ。あんたらだから言うが、俺らは偽物を売ってるんだ。Wir haben irgendwann gezwungen, gegen Archon zu kämpfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist viel zu stark irgendwie, glaube ich. Hat er gesehen, was die im letzten Part gemacht hat, ne? このラブリーがビビらせてくれるぜ。バカ、確かに重要な情報を提供してくれた。巡回レンジャーになりすましている人物とは誰だ。それは三つ目の質問か。答えられないのか。え、そうじゃねえ。ただ言っても信じてもらえねえだろうと思っただけだ。 Wir müssen sowas von gegen die kämpfen irgendwie, ne?
虚無の指令だ。それはありえない。だから言っただろう。ま、無理もねえさ。俺もこの話を聞いた時はあんたと同じ反応だったからな。Xは誰にも視線を向けない。これは常識だ。ソが凡人に力を授ける理由などどこにもないからな。なら。 Schläger, habe ich ja letztens nachgeguckt. So eine Art körperliche Präsentation von einem der Pfade oder einem der Äons, von den Äons auserwählt, ne? So eine Art Prophet, nehme ich mal an.運よく相手を酔いつぶせて投げりゃ、その正体があんな大層なもんだとは分からなかっただろうな。順守みてえに一番単純なのでさえ、光の先修同盟と影の巡回レンジャーとに分かれてる。結局運命なんてもんは人間が作り出した概念で、俺らの認識を超えるもんは必存在してるってことだ。 虚無の指令が存在しねえと思うのは、俺らが十分に虚無に染まってねえからかもしんねえぞ。これでわかったろ？今あんたの仲間は危険な状態にある。かなり危険だと言ってもいい。まだ信じられないなら、そいつらにメッセージを。今からビデオコール。どっちにしろ。アレカーケルン・トーッド。アッチョンが殺されたワン。 俺らには向こうの中で何が起こってるのかも、あのメモキーパーの話がどこまで本当かも、あの読みってやつが何を考えてるのかもわからねえんだからな。さあ、 lass mal zurückgehen. Ja. 私は何もするつもりはない。それは 君が決めることではない。知っているか。だしょ、見てるクレア。夢の地を訪れたものは。だして、オアバカ、ほら、みんなのファミリー。おのれがまだ固い地面の上に立っていること。ひでまん、めまんのティストーリー、みせんまいだね。そして、あ、みやげ。 現実であろうと、空を見上げるのは人間の本能。黄金の時が完成したその日から、それはずっとそこにあり、道楽に溺れる夜を見守ってきた。しかし、 ja, ist schon ein bisschen überpowered, ne? Sie hat wortwörtlich Aventurin gewonshottet. Das ist schon ein bisschen krass, wenn man darüber nachdenkt. Die ist viel zu stark. にどめの斬撃が早かっただけだ。重要なのはそこではない。この宴には多くの招かれざる客が集まっている。たとえ調和が万物を抱擁しているとしても、ピノコニーの平和のためには、 その中の何人かにはお引き取り願うしかない。宴の星に君の居場所はないんだ、虚無の人形よ。影の中に生きる者は光に照らされた舞台に立つべきではない。 影の中に生きるという点において、私たちに違いはないはずだ。
少なくとも他人と話すときは本当の姿を見せるべきだろう。ピノコニーの夢のあるし。君を留めておけない理由がまた一つ増えた。君が信じようと信じまいと、これが本当の私だ。 I'm referring to random NPCs. Ja, der kleine Knirps wird dir fertig machen, pass auf. Echt? Hätte ich nicht gedacht. ああ、今のは質問じゃない。ただ事実を述べただけだ。私の正体を知った上で悪意を見せる者はあなたが初めてでもなければ最後でもない。同じような状況は過去に何度もあった。ほとんどの人は先ほどのような問いに対して Hat niemand gesehen, wie die einen in den Himmel aufgeschlitzt hat? Also so ein bisschen Vorsicht würde ich schon walten lassen. Die bemerken jetzt erst gerade den Stil so, oh mein Gott, was ist das? Tu dein All verschwinden. Warte, ihr müsst euch mal irgendwie angewöhnen, euch schneller zusammen zu. Müsst euch mal ein bisschen schneller, ja, weil ich zum Punkt kommen und so, ne? Anata wa shi ni mukau. Seikaku ni wa anata tachi zeiin ga. Daga sonna koto ni wa naranai. あなたの言う通り、ここから立ち去ろう。とても賢明な選択。確かに君にとってはそれが唯一の道だろう。忘れるな。君とピノコニーは異なる世界に属している。
Warum hast du dich entschieden, als hier so ein kleiner Knirps vor sie zu erscheinen? Komm nicht sehr bedrohlich rüber. Der Silberwolf guckt einfach nur rüber, so bitte was? Ich bin ja auch nicht bekommen. あらゆるものを道連れに滅ぼそうとしているのなら、なおのことだ。君の力は明らかに。眠る無双者の贈り物。そこが見えず、まるで深淵から流れ出る支流のように、生きとし生けるものに。 死と罪をもたらす。黄泉、まさにその名の通りだ。これは彼岸から来たものの忠告だと思ってくれ。ピノコニーは調和の道から外れている。それは私よりもあなたの方がよくわかっているはずだ。 あなたたちの目的が何であれ、私には一つの結末しか見えない。それは果てしない虚無。その影の中で溺れ死んだ全ての世界と同じようにな。Jetzt zur Perspektive von Robin Fragezeichen. ファミリーがすぐに現場を封鎖しましたので、怪我人は出ていません。皆さん、どうかご安心ください。あれは絶対に映画の撮影なんかじゃないよ。たくさんのチップが空から降ってきて、1枚拾ったんだけど、あっという間に跡形もなく消えちゃったんだ。あの、それってクラークフィルムランドの事故のこと？ん、そうだけどどうして？ ロビンさん、それはバニティエイトロビンね。スパークル、ほら。緊張しないで。美しい夢の旅に変な思い出を残してごめんなさい。あなたが言っていたチップのことが気になって、もう少し詳しく話してもらえないかしら。うん、そのアーティビーロース。ハウスウィック。 Trainier von diesen Chips, die Aventurin versucht hat, um uns niederregen zu lassen. Stell mal vor, du willst ja einfach nur so locker kurz spielen und du musst erstmal eine halbstündige Cutscene hier anschauen, ne? Das ist dieser Selbstzerstörungsknopf. Von Sparkle. Oh Mann, das ist Sparkle, ja, ne? Die ich gerade spiele in Form von Robin. Oh Mann. Die Närrin zweimal klingelt.
Ja, sie ist der neue Charakter, der heute erschienen ist. Wie ich eigentlich pullen wollte. Wie es aussieht, werden wir hier noch ein bisschen hier. So, boah, sind hier viele Sachen. Weil er wieder eine neue Version am Start ist. Ne? So sieht das dann immer aus. Hier ist das hier mit dem Ding, ne? Mit dem Battle Pass, den ich nie geholt habe bisher. So, habe ich da schon ein paar Sachen. Also nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier alles hinzugekommen ist, ne? Lass mich mal hier rüber schauen. So, hey! Wir kriegen wieder eine Menge Gratis Dinger hier. Ja, die Story geht sowas von weiter. Wenn die Nähren zweimal klingelt. Hier ist wieder was. So, ich muss schon wieder die Story durchspielen, um hier weiterzukommen. So, die Charaktere sind alle in der Gacha gerade. Ist das mit den? Ja, das ist sogar hier. Guck mal, hier Events kann man hier neu nachspielen. Ist das nicht geil, ne? Wenn das mal Genshin machen würde, ne? Und ja, Honkai Star Rail ist meistens sehr großzügig, was die Tickets immer angeht zum Gacha spielen. Die geben ihn hin und wieder mal wieder hier so was, ne? Was Genshin nie macht. Also ja, mal wieder schön hier Zeug so ausgeben. Bin ich gut. Na gut, dann nehme ich beim Spiel mal ein bisschen weiter. Ne? Ich habe nicht vor, ein bisschen so weit zu spielen. Aber da hat Spiel mich hier so hier rein katapultiert, mehr oder weniger. Ein bisschen was wohl machen. Ne? Dann geht die Story schon wieder relativ schnell weiter. Erstmal versuche ich mich zu beeilen, die schnell wie möglich hier zu erledigen. Mich dann eventuell wie möglich erledigen kann. Man konnte sich einen Charakter aussuchen nach dem letzten Event. Ich habe Misha ausgesucht, weil ich den noch nicht hatte. Diesen kleinen Pagen-Dummel. Ich wünsche, dass ich früher gewusst. Oh ja, das stimmt. Aber in Theorie ist ja von der IFK. Deswegen werden die wahrscheinlich jetzt ein bisschen Beef haben mit der IFK, ne? So. Oh Gott, alle Leute werden den Knopf gleichzeitig drücken, ne? Oh Mann. Sind das alles Bomben oder was? Oh Mann. Wo bin ich ja gerade überhaupt? Goldene Stunde. Nee, das ist kein neues Gebiet, oder? Doch, warum sind die ganzen Teleport-Dinger hier nicht aktiviert? Weil ich in einem extra Gebiet bin, ne? Nicht in der echten goldenen Stunde, ne? Ich
Neues Mitglied der Familie Bluton. Oh ja, definitiv. Vor allem bei ihr steht Fragezeichen. Obwohl es gerade wortwörtlich erwähnt wurde, dass wir Robin sind. Ne? Also er hat uns als Robin erkannt. Aber trotzdem steht bei unserem Charakter, wenn sie redet, noch Fragezeichen. Weil das ist jetzt nicht so offensichtlich. Ich meine, das ist jetzt nicht so unoffensichtlich, dass das Sparkle ist in Verkleidung von Robin. Ne? Das ist die einzige Erklärung, ja. これほど多くの派閥がピノコニーに集まるだけでも人々を不安にさせているというのに。あなたたちのファミリーへの忠誠に感謝するわ。 宴の星は今確かにちょっとしたトラブルに見舞われている。あのカンパニーの代表はピノコニーの所有権を取り戻そうと強硬手段を取る準備までしていたの。もちろんファミリーは同意してないわ。交渉が決裂した結果。 Zu helfen, nimmt diesen Knopf. なるほど。カンパニーの社員は無教に入ることを禁じられていると聞きましたが、それが理由だったんですね。 それで騒動を起こした奴は捕まったんですか？安心して。サンデーが彼の行方を追ってるから、すぐに結果が出ると思うわ。でもこうなった以上、カンパニーも簡単には手を引かないでしょうから。無教の秩序の維持はあなたたちに任せるわね。ご安心ください、ロビンさん。しっかり任務を遂行して、カンパニーの連中の思い通りにはさせませんから。 面倒をかけるわね。もし他のメンバーが不安を感じていたら、私の言葉を伝えてちょうだい。無教を守るにはみんなで協力して頑張らないといけないから。これはアイリスケがゲストたちのプレゼントよ。よかったらあなたたちも受け取って。調和セレモニーで開ければ思いのほかサプライズがあるわ。 Ganz Pinakuni wird explodieren beim Harmoniefest. Okay. Verteile die Geschenke, um die Leute zu trösten, steht auch da. Da kann ich nicht hin. Mein Gott, geht das weit. So, kann ich hier wieder. Ja. Wein ist dazu da, getrunken zu werden. Und die Waffeln existieren, um gegessen zu werden. Du hast der Waffel dabei geholfen, ihre Bestimmung im Leben zu erfüllen. Wenn du auf den Waffel herumkaufst, fragst du dich, warum die zahlreichen kostenlosen Waffeln auf der Straße noch nicht verzehrt wurden. Sowas ist wohl nur in der Traumlandschaft möglich. Nach dem Verzehr von 3 Waffeln hintereinander fühlst du dich leicht aufgebläht. Möglicherweise leidet man im Traum nicht durch Durchfall. Boah. Ja, und du. Nimm mal einen Knopf. Ich dachte erst, du bist dieser komische Superstar. ピノコニーへようこそ。まさか本物に会えるなんて。今は調和セレモニーの準備をしてる最中じゃないんですか？ステージの準備はもちろん大切だけど、セレモニーを開催するのは皆さんにデュームのハーモニーを伝えるためだもの。皆さんと一緒に歌える機会があるなら拒んだりはしないわ。さっきの事故で一部のゲストには
嫌な思いをさせてしまったから、ファミリーの一員として皆さんに謝罪するのは当然でしょ？あれは本当に事故なんですか？僕、雨のように降ってくるチップを見ました。それから空を切り裂く。特殊効果にしては少しリアル。Keine Sorge, immer schön locker bleiben, Kumpel. あの気前の様子も会いましたが、様子がおかしくて、ずっと独り言をつぶやいていました。それも脚本の一部なんでしょうか。皆さん、どうか慌てないで。ファミリーが皆さんに満足のいく返事をするはずだから。いくらロビンさんにそう言われても、とても信じられません。どうしても忠告を聞き入れない人っているわよね。キリがない。私も疲れちゃうわ。Sie denkt, hat aber ihren Mund bewegt. Nemo, Norikakata, Fune, das ist Katanoika. Wataxi, Ihito, de, Yume, Damon, ne? Are, Ima, Nani, Ostetan, da, ge? Anata, was Makel ist, so was von der Bösewicht. Nimm diesen Knopf für ganz viele Glücksgefühle. Ja, ich mag sie. Ich will wissen, was mit ihr auf sich hat. Im Long Run. Ja, währenddessen. Kafkas-Gang. Alles in Ordnung? Bist du Glühwürmchens Seele? Ist Stimme irgendwie anders jetzt? Stimmt, der Anführer von den Stallone hat, das hat ja irgendwie so ein Skript oder so, ne? Mit er oder sie irgendwie, weiß nicht, Zukunft sehen kann oder so, ne? Aber dann kam schwarzer Schwan, ne? Hat mich getrennt. Ja,
君たちをこの深い無境に落としたことで、ああやっと君や仲間たちを一人ずつ目覚めさせることができたんだ。これが今までに起きたことの全容。Ich bin völlig verwirrt. 全部を無条件に信じるのは難しいかもしれない。Es sind immer so viele Sachen, die ja mich niedergeworfen werden, also ja.Ja, wo bin ich hier eigentlich gerade? Okay. Nach einem durchdringenden Kreischen prallt eine dichte, wilde Flut von Memoria auf deine Brust. Führt und wütet. Dein Bewusstsein wird wie Papierfetzen in einen Strudel auseinandergerissen, aufgelöst und in den trubeligen Wogen verstreut. Unzählige Stimme halten durch die Symphonie der Memoria wie grollender Donner und darunter sticht eine Echo mit außerordentlicher Klarheit hervor.Du weißt, dass es von dem Mädchen neben dir kommt. Eure Herzen schlagen im gleichen Rhythmus. Ruhig. Noch ruhiger. Bis in dieser stillen Dunkelheit auftauchende Erinnerung die Oberfläche kräuseln. What? Blade?なぜだ。ここが罪悪の都市イアペラーだからか。いや、なんでもない。ただ、もう君は二重システム時間も寝てないなって思って。大丈夫？大丈夫だ。死ぬことはない。俺もお前も同じだ。Welches ist eigentlich der Block da oben rechts? Dann kann ich...Den kann ich ja abstellen, ne? Der andere verdeckt er immer. Weil während den Cutscenes ist halt immer wichtig. Finde ich. Daraufhin herrschte lange Stille. Keiner von ihnen sprach ein Wort, als wäre sie das Schweigen gewohnt.Es nach einer Weile, doch hier sprach wieder ein leises Seufzen die Stille im Wagen. Irgendwie so komisch, die beiden in Anzügen zu sehen.はずだ悪い癖だとじゃあ君は今度こそ君が望む死を手に入れられるのいつも通り空白だ俺が求めるものはこの星なやブレイドはステーブンなやウンステーブシェフにそんなことを聞く疲れた運転手の車に乗ってるからだよ私は無事に目的地にたどり着きたいのBitte Augen auf die Straße. この車には自動運転機能がついてる。俺はハンドルに手を置いて。Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. これでいいか。冗談なのに。エリアはいつも運命は一つだけで、誰もそれを避けることはできないって言ってるよね。あの人には未来が見えて、私たちも。同じように自分の定められた結末を知ってる。でも、
瞬間が訪れるまで人は自分の意思でやりたいことを選択できる。私たちにはその権利がある。そうでしょう。今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして陛下官邸が奴らにとって変わり、近い将来招待状を受け取るだろう。それがお前の次の目的地だ。夢の地ピノコに、そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは解脱を得られることを祈っている。OK、weiter geht's。君が無事で本当に良かった。はい。Herr Jagen, du bist auch hier. Sind wir ja im echten Pinakuni gerade? Was ist dieser Ort? Wir haben ja gesehen, wie das hier außerhalb von dieser riesigen Kuppel aussieht, ne? Von dieser Traumlandschaft, ne? たちが悩んでいた無境の中に本当の死は存在するのかという問題は、どうやら黒幕が仕掛けた思考の罠だったらしい。人々の失踪の真実、そしてこのドリームリーフと呼ばれる城塞を隠すためのものだったんだ。あのミームの出現は全て時計屋に関係している。ドリームリーフが人々を連れ去る目的地なら、俺たちを悩ませ続けてきた多くの疑問についてもここで解決の糸口を見つけられるに違いない。ここの雰囲気は美しい夢とは全然違う。みんなゆったりとした生活を。Ja, wer hätte es gedacht, unter der Fassade von diesen festlichen Traumlandschaft versteckt sich hier voll dieser dunkle Ort, ne? War ja wieder klar. 住民たちの断片的な言葉の中に聞き覚えのある名前があったの。Stimmt, Galaga. Der ist auch böse anscheinend, ne? Oh, ich finde so gut, dass Glühwürmchen wieder bei uns ist. Ja, das ist klar. Konnte ja schon eine Truhe gefunden. Okay, verlorenes Tagebuch. Noch mehr Zeugs. So, ich kann ja gar nicht angreifen. Jetzt kann ich angreifen. Was? Was? Haben die Dinger sich geküsst gerade? So, ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Mach ja schon, ich mache ja schon. So, gut. Ich muss sagen, wir machen hier einen Schnitt. Also, wir machen hier nicht einen Schnitt, aber. Traumfluss Riff. Ich habe noch gar nicht die ganzen neuen Orten hier erkundet hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir fehlen noch hier einige Sachen. Ich habe noch nicht alles hier gemacht. Ich bin erst seit kurzem hier fertig geworden. Was ist hier? Form der Pflicht. Das ist neu. Mal kurz da eingehen. Ist da. Kann man da gegen Aventurien kämpfen? Ist er ein wöchentlicher Boss? Lass mich mal gucken. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Ne, das ist ein. Hey, hier waren vorher zwei Gegner. Ach, hier sind. Ach, hier muss ich wahrscheinlich kämpfen, um hier Robin hochzuleveln, ne? Das sind wahrscheinlich die Sachen, die sie braucht, ne? Oh, ich bin kurz davor, maximale Dings zu haben. Okay. Gut. Dann suche ich mir mal ein schönen Ort zum Gatschan aus, ne? Ich glaube, ich weiß auch schon genau wo. Und zwar gehe ich dahin, wo wir Sonntag getroffen haben. So. Ja, was gerade gemerkt, ich habe das Menü geöffnet und dabei Dings hier. Muss ich gleich mal gucken. Muss dann gleich mal verstecken, wenn ich das Video am Bearbeiten bin. So, hier haben wir ja Sonntag getroffen. Ich würde sagen, hier können wir mal ein bisschen Gacha machen, ne? So, aber nicht.
Habe ich gerade am Menü geöffnet? Ich weiß es nicht. Wenn du mehrere Teamformationen hast, kannst du die vorangestellte Teamformation, um sie schnell zu finden. Okay. War nicht schon vorher? Hier so, ne? Okay, jetzt kann man das hier so. Also nicht, ob das jetzt hier. Ich meine, es ist nett, aber. Ich kann trotzdem immer noch so machen. Also. Ich meine, es ist nett, das zu haben, aber trotzdem. So, hier sind meine täglichen Sachen immer, ne? Boom, kann man immer holen. Da ist irgendwas Neues. Oh, gibt's ja neue Tutorials. Oh, neues Zeug. So. Neues Tutorial. Bruchschadensattribut und Widerstand. Wenn ich von Angriff von Typ Bruch oder Feuer gebrochen wird, ist der Bruchschaden höher. Oh, haben die was hier geändert? Gegner mit hohem maximalen Widerstandsschwächen allein ist der von ihnen in der Bruchschaden höher. Okay, haben die irgendwie so Gameplay-Sachen ein paar geändert? Wäre natürlich nicht schlecht. Besondere Aktion. Gehen wir nochmal hier hin. Oh, guck mal hier. Wegen System Update haben die uns wieder Stellare Jade gegeben. Ausgezeichnet. Das ist nicht wichtig. Ich mach dann einfach. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt alles mache. So, dann würde ich sagen, spiel mal ein bisschen Gacha. Ich habe mir vorgenommen, für Robin zu gachern, ne? Boom. Schaut sie euch an. Sehr cool, ne? Topaz haben wir schon. Und ja, deswegen sehr einfache Wahl, ne? Ihre Dings ist wahrscheinlich wieder voll stark, ne? Ist man mit einem verbündeter Angriff, oder sagt mir alles nicht. Ich weiß, Robin ist ein Harmonie-Charakter, also so wie Sparkle, also auch wieder ein Charakter, der so auf, weiß nicht, auf Buffs und so was hier fokussiert ist, glaube ich, ne? Ja. Ausgezeichnet. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich sie bekomme, weil ich genug Dinger habe. Ich habe 31.000. Ich habe, glaube ich, dreimal Aventurins Gacha gespielt. Ich habe wieder einen Glückskeks. Meinen letzten Glückskeks, den ich jetzt auch noch hier 5 Monate, nachdem ich die geholt habe, auch noch aufmache. Glückskeks Eis war. Und der Satz, der da drin steht, ist... Ob der Wegen waren Windrischer, Mordjäger, Skalwede, nee, das ist wahrscheinlich holländisch. Auf dem Weg der Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen. Okay. Was, ich soll Freundschaft nicht wässern? Kann ich mir das sagen? Okay, lass mich mal kurz Mathe machen, ne? Ich hatte ziemlich Glück mit Archeron beim ersten Pull. Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Wir haben 3 Pulls bei Aventurin gemacht. Bei 9 Pulls kriegt man garantiert einen 5-Sterne-Charakter, ne? Das heißt, ich brauche noch, aber ich glaube, man kann auch noch bei 80 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ne? Das heißt, aber nehmen wir an, ich brauche 5, ne? Das heißt, ich brauche 5, das heißt, ich brauche 1600 mal 5. Und jetzt nehmen wir mal an, ich werde das nicht schaffen und ich muss noch mal weiterspielen. Für den nächsten 5-Sterne-Charakter, ne, falls ich meine Dings verliere, dann bräuchte ich 14. 14 mal 1600 sind, ich weiß nicht, glaube ich, habe genug. Ich habe noch ein paar Tickets, kann noch ein paar Punkte für Tickets eintauschen. Naja, oh, ja, man merkt schon, das Alter der Glückskekse an. Ich hätte gerne Robin, weil Waifu, ne. Ich glaube, Butil kommt danach und danach kommt Glühwürmchen. Habe ich letztens nachgeguckt. Mir übrigens, vor ich die Story weitergespielt habe, weil in Glühwürmchens Charakter-Preview, also ihre Splash-Art, die released wurde, kann man Sam im Hintergrund sehen. Und da bin ich froh, dass ich das nicht schon irgendwie vorher nachgeguckt habe, weil dann hätte ich mich nämlich voll gespoilert, dass sie Sam ist, ne? Aber okay. Ja. Weiß nicht wieso, aber Robin sieht irgendwie so aus wie eine wieder erwachsenere Version wie 7. März, so ein bisschen. Ja, er hat irgendwie so den gleichen Vibes irgendwie so. Sieht aus wie ein physischer Charakter, was auch gut ist. Ein physischer Harmonie-Charakter. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe.
ob es das überhaupt schon gibt. So. So, was habe ich? Also, ja, da ziemlich einfach. Die Wahl hier, ne? 7. März, ich habe ihren Namen, ich habe den Namen von beiden vergessen, Hanya und Juyin. Juyin will ich, glaube ich, gerade benutzen. Habe ich auch schon ein bisschen hochtrainiert. Also von den Leuten habe ich nicht alles volle Eidolons. Das heißt, wäre nicht schlecht, wenn ich die auch alle bekommen würde. Ein paar Mal. Aber ja, wir gucken erstmal, wie es hier abläuft. Ne? Das müsste, glaube ich, mein 4. Pull gerade sein, ne? Von der Gacha. Also los. Reine Stimmung, los geht's. Wenn ich jetzt wieder beim ersten Mal kriege, ne, dann will mir das Spiel irgendwas sagen. Okay, los geht's. Robin. Tanze dich in mein Herz. Okay, das war schon mal nicht. Aber ist okay, ich habe genug Dinger. Ich habe so viele Dinger. Das glaubst du gar nicht. Hey, Juyin, nicht Juyin. Genau. So. Und Tanja, zwei Charaktere, cool. Damit kann man doch leben. Boom. Sag mal, ich glaube, ich habe. Das ist eine sehr gute Auswahl an 4-Sterne-Charakter. Ihn habe ich letztens geholt, nach dem Event. Man kann sich ja einen Charakter ja auswählen, ne? Seine Klamotten sehen echt aus wie die von Furina aus Genshin Impact. So, hey, warte mal, irgendwann ist hier neu. Oder? Ne, ich dachte ja, wäre irgendwie eine neue Leiste oder so. Aber ne. So, Hanya, sie ist auch. Was ist sie für ein Element? Sie ist für die Harmonie. Ha. Ich glaube, sie habe ich ein paar Mal, ne? Aber ich weiß nicht, wie man, wie genau man sie bauen muss. Deswegen habe ich sie noch nicht gebaut. Das Ultimate, der Ultimate zusätzlich um eine Runde. Also Harmonie-Charaktere sind alles Charaktere, die hier andere Charaktere hochbuffen und so, ne? Deswegen, ja. Sie ist, glaube ich, Zerstörung, ne? Ja. Sie habe ich auch mit. Sie habe ich auch irgendwie hoch. Ja, die beiden sind irgendwie miteinander verbunden. Ich glaube, sie ist irgendwie eine Puppe oder so, in die irgendwie eine Seele oder so. Sie kam so kurz in der Story mal vor, ne? Ihr Körper starb schon vor vielen Jahren. Sie hat einen Marionettenkörper, mit dem sie in der Welt zurückkehren kann. Und Hanya ist, glaube ich, diejenige, die irgendwie das gemacht hat. Sie ist, glaube ich, diejenige, die das gemacht hat, wenn ich mich nicht irre. Da gab es so eine ganze Story, wo man irgendwie so Geister jagen musste zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ja, da findet man das alles heraus. Das ist ja irgendwie, weiß ich. Wo ist das? Diese Story hier. Wo man auch Ho zum ersten Mal getroffen hat. Das Mädchen in der Mitte. Eine meiner Heilerin. Also ja. Ganz interessant. So, weiter geht's, ne? So, Part wird schon wieder viel zu lang, ne? Ich muss schneller pullen. Ich muss schneller Gacha. So, ist das? Ne. Also an den Bildschirmeffekten, da kann ich das nicht erkennen. Da sieht manchmal so aus, als wäre mehr Regenbogen. Ich denke immer so, oh, kriege ich jetzt? Aber anscheinend nicht. So. Schwertkampf. Ich weiß nicht, ob ich diesen Lichtkegel schon maximiert habe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den benutze. Hm. 9, 10, Schleife. Ist Schleife neu? Kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. So, ich habe extra schon ein paar Erfahrungspunkte hier angesammelt für Robin. Ne, es ist nur eine Frage Zeit. Ich krieg sie definitiv heute. Wo habe ich den? Habe ich den überhaupt? Ja, natürlich habe ich den. Da habe ich den. Habe ich sogar Sushan gegeben. Das ist, glaube ich, der irgendwie, je öfter ich den gleichen Gegner angreife, desto stärker wird sie, ne? Ist mal, wenn der Träger dasselbe Ziel trifft, wird der Schaden um 12% erhöht, ja. Bis man das Ziel wechselt. Ja, das, was ich Sushan gegeben habe, den gleichen Charakter, der da abgebildet ist. So, weiter geht's. Das müsste jetzt mein 6. Pull sein, ne? Ich glaube, ab 8 erhöht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir 5 Sterne Charakter.
Ist es Robin oder ist es jemand anders? Lass mal schauen. Ich habe noch so viele Punkte übrig. So, da haben wir schon mal Hanya. Ha. 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 So, Robin. Alles klar. Ich habe noch so viele Punkte übrig, Mann. Alter, warum habe ich nicht so viel Glück in Genshin? Ich habe noch so viele Punkte übrig. Ich habe eigentlich geplant, hier voll viel auszugeben. Alter. Okay. Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt jedes Mal einen Charakter brauche, dann werde ich den auf jeden Fall kriegen, anscheinend, ne? So, Hanya haben wir. Jetzt auf 5. Leider benutze ich sie nicht. Moment. 5 Skandas. So, cool. Okay, wir haben Robin. Yay. Ich habe noch so viele Punkte. Das Spiel will nicht, dass ich so viele Punkte ausgebe. So, boah, ist das eine lange Beschreibung. Eine in Pinakuni geborene hallovianische Sängerin, die zu kosmischen Ruhm gelangt ist. Eine elegante, zurückhaltende junge Dame. Diesmal wurde sie von der Familie nach Hause eingeladen, um während des Harmoniefests alle mit ihrem Gesang zu beehren. Sie kann die Kraft der Harmonie einsetzen, um ihre Musik auszusenden. Wobei sie nicht nur bei ihren Fans, sondern bei allen möglichen Lebensformen Resonanz erzeugt. So, sie kann ich direkt zu Stufe 20 hochbringen. Weil dann kriegt man immer... Oder aufsteigen lassen. Weil dann kriegt man immer eher schon ein Ticket hier zum Abholen. Wie viel habe ich davon? Dann können wir das auch noch machen. Ich glaube nicht, dass ich genug davon habe. 6 habe ich. Im Shop kann ich mir da ein paar holen. Kann ich mir alle holen, ja. 450, nö. Ich habe nicht genug Dinger. So, wenn ich mir 4 so hole, ne? Machen wir halt so, ne? Und den Rest geben wir hier für aus, ne? Ich krieg ja ein paar Tickets davon. So, ich weiß nicht, ob das gerade Verschwendung war oder nicht, aber dann kommen wir wenigstens dazu, noch einmal zu spielen hier. Boom. Und ja. Guck mal, was wir hier noch kriegen, ne? Wahrscheinlich nicht so atemberaubende Sachen, aber hey, warum nicht, ne? Dann kriege ich auch wieder Punkte für Tickets zum Ausgeben. So, 4 Sterne. Eine Musik erkennt man dann. Mir gehen die Punkte hier einfach nicht aus zum Gacha-Spielen, ne? Das ist schon ein bisschen krass. In Genshin tue ich sogar den wöchentlichen Pass holen, ne? Zuschauer eigentlich habe ich schon komplettiert. In Genshin tue ich sogar hier den Pass holen, ne, um mehr Dinger zu bekommen, jeden Monat, ne. So, da war irgendwie voll Verschwendung gerade. Das hat mir gar nichts gemacht, weil Suchschrank habe ich schon maximiert. Und, ja, weiß nicht. Und hier habe ich mehr als genug Dinger, ey. Ist schon echt irgendwie verlockend, hier mal die Waffendinger zu spielen, ne. Erhöht die kritische Rate des Trägers um 18%, den Schaden von Folgeangriffen um 30%. Wenn der Träger einen Folgeangriff ausführt, wird das sie in Zustand Zähmen versetzt. Uff. So, das hier ist neu. Schauen wir mal, Gegnern, die verringerte Verteidigung besitzen oder verlangsamt sind. Ha. Pfad der Nichtigkeit. Schauen wir mal, Gegner, die verringert sind, Verteidigung besitzen oder verlangsamt sind. Da wäre, glaube ich, gut für Silberwolfe. Für sie habe ich diese Event-Dingens hier, die ich mal am Anfang, als das Spiel released wurde, geholt habe. Ich glaube, ich werde genug Sachen haben für Bootil. Könnte ich mir ihn auch noch holen. Alter. So. Da kommen wir uns mal Robin an, ne? Tun wir mal die Probe hier von ihr machen. Und gucken, was sie überhaupt drauf hat, ne? Okay, das tun wir so erfahren. Yay. Schon hübsch, ne? Ich meine, muss ja, ne? Sie ist eine berühmte Sängerin.
So, was ist das? Nach Kampf mit der Dimension stellt Robin zu Beginn des Kampfes je 5 Punkte Energie wieder her. Dieser Dimension stellt zu Beginn jeder Kampfwelle 5 Punkte wieder her. Warte. Alles klar. Guck mal. Komm mal her. Komm her, Stück. So, was hat sie denn? Flügelflatter führt einen Gegner geringen physischen Schaden zu. Ariel der Feder erhöht den verursachten Schaden aller Verbündeten. Das ist sehr einfach erklärt, finde ich gut. Sternflug mit 1000 Klängen tritt dem Status Konzert ein. Der Angriffskraft aller Verbündeten wird erhöht. Und Robins Teammitglieder können sofort eine Aktion ausführen. Was? Robin fügt nach einem Angriff eines Verbündeten zusätzlich physischen Schaden zu. Der Statuskonzert verleiht Robin zu Immunität gegen Mengenkontrollbedieber. Solange der Status aktiv ist, wird Robin bis zum Ende des Countdowns keine Runde haben und keine Aktion ausführen. Was? Harmonische Ode erhöht den kritischen Schaden aller Verbündeten. Nach einem Angriff eines Verbündeten stellt Robin zusätzlich Energie wieder her. Okay. Lass mich raten, sie ist wieder der stärkste Charakter, der je released wurde. Boah, ich liebe ihre Waffe. Jetzt so ein. Sieht aus wie so ein Stahl. Na, sie in Verbindung mit Sparkle. Er schießt meine Vögel auf euch. Okay. So. Na, guck mal, Natascha, unsere. Die habe ich auch mal eine Weile benutzt. So. Schneller bitte. Oh Mann. Aua. Da. Dann zeig mal, Alter. So. Oh, nice. Erhöht die Energiewiederherstellung um 15%. Erhöht den verursachten Schaden um 43%. Ja, wahrscheinlich sind ihre Sachen aber alle voll hochgelevelt, ne? Naja, Stufe 8, okay. Noch gar nicht, obwohl Stufe 8 ist normalerweise, wo ich immer meiste Zeit aufhöre. So, natürlich hat sie ja ihre persönliche. Dann sagen wir ihre Ultimate. Was? Okay, cool. Na, sie ist sogar am Singen. Oh, ist das geil. Funktioniert das auch bei Bossen und so? Ob es eigentlich ein paar Copyright-Probleme geben wird, ne? Ich weiß ja nicht. Es wird sicher einige Copyright-Probleme geben. Ja, mal schauen. Stück. Ja, wie lange dauert es denn, bis er wieder am Zug kommt? Also hat man die meiste Zeit dann nur 3 Charaktere, ne, zum Spielen. Das ist mal eine coole Mechanik. Ne, da sehe ich schon, wie er aufhört. Okay, das ist irgendwie cool. Und sie bekommt Energiewiederherstellung, während sie halt alles macht. Okay, das ist eine coole Mechanik. Hm.
Sehr cool. Was ist jetzt das Tütchen? Oh, das. Da möchte man den Kampf noch so lang wie möglich in die Länge ziehen, ne? Damit man noch mehr von dem Song hört, ne? So cool. Ja, schon wieder sehr viel schneller den Charakter bekommen als geplant, ne? Ja, ich weiß nicht, wann ich mit dem Rest wieder Punkte. Ich werde einfach nicht meine Punkte hier los. Ich krieg so schnell die Charaktere. Ich habe so viel Glück in diesem Spiel. Ah, also wenn Glühwürmchen in den nächsten beiden Gachas vorkommt, dann ja, sie werde ich eigentlich auch garantiert dann haben. Bis zu dem Punkt werde ich auch wieder genug Punkte angesammelt haben, ne? Lass mich mal rechnen. Wenn ich Bootles Dingen gar nicht spiele, ne? Ich lass mich mal kurz rechnen. 1600 mal 18. Jetzt nehmen wir an, ich tue meine Pity verlieren. Ich brauche 28.800 Punkte dafür und ich habe 27.000. Jetzt mit einem täglichen Mission und weiß nicht, einigen anderen Sachen, die ich hier offscreen mache, wird das kein Problem sein. Also ja. Glühwürmchen ist irgendwie schon garantiert, habe ich so das Gefühl. Cool, haben wir das abgeschlossen. Ich werde, weiß nicht, wann ich hier weiterspielen werde, ne? Ich will ehrlich gesagt Robin hier noch weiter hochtrainieren, ne? Damit wir sie direkt spielen können beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen. Ich werde mich jetzt nicht so beeilen, hier das alles zu machen. Lass mich mal kurz das Event hier anschauen. 39 Tage, ich habe mehr als genug Zeit. Das heißt, ja, ich werde da wieder bis zu den letzten Dingern hier. Was ist das? Marilyn Monroe Anspielung mit dem Rock hier. Schön. Cool. Warum haben wir so einen Hut auf? Cool. Wer ist dieser Typ da oben links? Ist das Gott? Gut. Ja, aber das Story geht dann, weiß ich nicht, langsam voran. Ich versuche jedes Wochenende ein oder zwei Parts von der Story hier hochzuleveln, damit ich hier nicht hochzuladen, nicht hochzuleveln. Damit ich nicht wieder hier Final Fantasy 7 ersetzen muss mit Honkai Star Rail, ne? Bis ich ja Robin erstmal hochtrainiert habe, wird das sowieso ein bisschen dauern, ne? Von daher, ja. Es kommt, wenn es kommen wird, ne? Warum laufe ich eigentlich hier mit Topaz jetzt rum? Ich will natürlich hier mit Robin rumlaufen. Ja, zwei Harmonie-Charaktere. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Plan ist, aber so, kein Dialog mit irgendjemanden. Okay. Ist glaube ich nicht so ein gutes Team, so. Weil irgendwie Sparkle bekommt mehr Bonus, wenn sie mit Quantencharaktere durch die Gegend läuft, ne? Archeron bekommt mehr Bonus, wenn sie mit Nichtigkeit-Charakteren rumläuft. Von daher, ja. Weiß nicht, ob das so eine gute Kombi ist in Sachen Charaktere. Aber ey, ist sie so groß wie. Ja, sie ist ein bisschen kleiner, ne? Sehr cool. Okay, ich habe, was ich haben wollte. Wir haben die Story ein ganz kleines bisschen vorangetrieben. Ich werde wahrscheinlich hin und wieder mal ein bisschen die Story weiterführen, ne? Was sind deine Idle Animations? Wenn ich die natürlich immer aktivieren will, dann passieren die natürlich nicht, ne? Aber gucken wir mal. So, ich habe bekommen, was ich wollte. Ich habe Robin schon wieder sehr viel schneller als gedacht. Und ja. Ja, schick machen, ne? Also schon sehr schöner Charakter, ne? Zu schade nur, dass sie tot ist, ne? Das weiß ich nicht. Macht sie das irgendwie noch attraktiver oder nicht, ne? Ich weiß es nicht, ne? Ja, vielleicht lebt sie ja noch, ne? Glühwürmchen hat sich ja auch rausgestellt, dass sie wieder am Leben war, ne? Ich glaube, der einzige Charakter, der jetzt wirklich tot ist, ist Aventurin, ne? Aber mal schauen, ne? Okay, cool. Hält das die ganze Zeit an? Oder ist das so wie Fuschwans Schild, der irgendwann verschwindet? Ich weiß nicht. So gut, ich verabschiede mich für heute, ne? Ich werde versuchen, Robin so weit wie möglich hochzuleveln, damit wir sie in den nächsten Parts schon in Action sehen können, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Das dauert normalerweise schon ein bisschen. Aber hey, ich habe es nicht eilig in dem Spiel, ne? Von daher gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst, einen Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.